Wie kommt das Ei zum Osterfest, der Weihnachtsmann zu seinem Bart? Wie war das noch mit Pfingsten, wie kommt die Glocke an den Start? Es gibt tausend tolle Fragen rund um Kirche und viel mehr. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. Hallo Logodor. Ach, hallo, schön, ihr seid ja auch da. Was ist denn das, Melissa? Ja, das ist mein neuer Saugroboter. Der hilft mir hier im Gemeindezentrum bei meiner Arbeit. Saugroboter? Ja, genau. Der macht hier quasi alles von alleine. Der fährt durch die Räume, erkennt, ob Holz oder Teppichboden. Und er erkennt Hindernisse. Ups. Scheint ein schlaues Kerlchen zu sein. Fast so clever wie ich. Ja, das stimmt. Das ist ein schlaues Programm von Menschen entwickelt. Und heutzutage steckt das eigentlich in allen Geräten, die wir so benutzen. Ich weiß. Künstliche Intelligenz, die ist auch im Raumschiff, im Auto, im Handy. Richtig. Wenn ich zum Beispiel ein Foto von dir machen möchte, dann stellt sich die Kamera automatisch scharf. Das ist auch KI. Ich habe auch KI in mir. Logodor, wie redest du denn? Ich bin ein Roboter. Dumm, dodi, dumm. Ach, ja? Und was kannst du so, Lobotor? Ich bin vollumfänglich ausgestattet mit einer ganz besonderen KI. Kirchlicher Intelligenz. Aha, kirchliche Intelligenz. Dann weißt du doch sicher auch, was wir am Sonntag feiern, oder? Natürlich, den ersten Advent. Und was ist die Adventszeit? Advent heißt wörtlich Ankunft. Die Menschen warten in dieser Zeit auf die Geburt von Jesus. Und wann ist Jesus geboren? An meinem Geburtstag, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, an Heiligabend. Vielleicht. So ganz genau weiß das niemand. Aber zumindest feiern wir an diesem Tag die Geburt dieses super wichtigen Menschen. Weißt du denn auch, wo er geboren wurde? In Bethlehem. Korrekt. Dann kennst du bestimmt auch die drei Weisen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Aber in der Bibel haben die drei Weisen keinen Namen. Erst viele, viele Jahre später haben Menschen sie so genannt. Die Namen sollten zeigen, dass die drei Weisen aus den drei damals bekannten Kontinenten Asien, Europa, Afrika kamen. Und okay, dass sie okay. Ich merke, du hast in deiner Praktikumszeit ganz schön viel gelernt. Respekt. Ich lerne schnell. Aber hast du nur Wissen gespeichert oder kannst du mit deiner KI auch praktisch helfen? Was meinst du damit? Naja, der Saugroboter kann saugen und sogar wischen. Ein Roboter kann alles. Oh, das trifft sich gut, mein schlauer blauer Freund. Kannst du bitte den Müll rausbringen? Ach, Menno, immer ich.